einen Ballon und nicht so wirklich eine Idee, was ihr damit anfangen wollt? Wie wär's mit einem Bewegungsspiel? Hierzu gibt's nur eine Regel. Ihr berührt den Ballon niemals zweimal mit der gleichen Stelle. Also nicht 1, 2, das wäre schon vorbei. Wir machen 1, 2, 3, 4, Arm, Ellenbogen, Hand, andere Hand, Kopf und so weiter und so weiter. Das können wir beliebig lange machen. Wir können versuchen, gegen die Zeit zu spielen. Ich habe hier einen kleinen Küchentimer. Da stelle ich nicht eine ganze Minute ein, das ist zu viel. Da stelle ich mal 10 Sekunden ein. Ihr seht, 10 Sekunden. Der piept, wenn das fertig ist. Und los. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Mal in 10 Sekunden. Was schafft ihr? Schafft ihr es länger, ohne dass der Ball auf den Boden fällt? Versuchen wir es. 15 Sekunden und los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 Mal in 15 Sekunden. Nicht schlecht. Ihr könnt es gerne ausprobieren, das ist eine Variante. Eine etwas ruhigere Variante wäre, wenn ihr versucht, erstmal den Ballon, das Nippelchen hier nach oben, auf eurem Kopf zu balancieren. Kopf leicht in den Nacken legen, den Ballon auf die Stirn, gucken, wo ihr den Schwerpunkt habt und dann... Tja, das war jetzt nicht lange. Also nochmal von vorn. Ballon auf die Stirn und balancieren, aber er geht zu Boden. Ich bin da nicht so gut drin. Vielleicht seid ihr besser. Probiert's aus. Wenn wir wieder in die Hallen dürfen, können wir ja gucken, ob ihr das alle geschafft habt, wie gut ihr seid. Und dann machen wir das mal zusammen. Ihr könnt auch mit dem Ballon nach draußen gehen. Dafür braucht ihr Platz zum Laufen. Legt euch den Ballon vor die Brust und dann rennt ihr los, so schnell ihr könnt. Und wenn ihr lauft, muss der Ballon hier oben bleiben. Und sobald er zu Boden geht, müsst ihr nochmal von vorne anfangen. Mal sehen, ob ihr die ausgesuchte Strecke schafft, dass der Ballon hier oben bleibt. Also, wir sehen uns hoffentlich bald wieder in den Hallen. Wir machen eine Ballonstunde, eine Ballonzeit und üben diese Spiele mal und schauen, was wir alles zu Hause machen konnten. Also, bis dahin, ciao!